Wir sind alle schon hier versammelt und ich darf natürlich jetzt auch alle Protagonisten hier bei mir begrüßen. Auf der einen Seite selbstverständlich Andreas Sucher. Sie sind Wahlkampfleiter auch in diesem Wahlkampf gewesen. Darf ich mich gleich umdrehen? Auch die FPÖ konnte etwas zulegen. Isabella Theuermann, Landesparteisekretärin der FPÖ. Auf der anderen Seite, wir haben einander kurz gesehen. Vorher waren Sie noch nicht so bereit, ein Interview zu geben. Jetzt sehe ich Sie mit einem großen Lächeln. Natürlich auch Julia Löschnick. Sie sind Landesgeschäftsführerin auch der ÖVP. Auf der anderen Seite dann auch, wir haben etwas mit etwas mehr Zuwachs gerechnet, muss man sagen. Marina Kuschert-Koreimann, vielen lieben Dank auch natürlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dann darf ich auch zu den Grünen schauen. Stefan Salmonik, auch Sie sind Landesgeschäftsführer der Grünen. Und zuletzt, aber nicht die letzte, natürlich Leiterin von diesem Wahlkampf auch, Christina Janjik. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit alle für uns genommen haben. Jetzt die ersten Hochrechnungen sind bereits gelaufen. Die Ausrechnungsquote liegt gerade bei knapp über 50%. Ich darf gleich bei Ihnen anfangen. Die SPÖ hat mit den letzten Hochrechnungen knapp unter 40%. Das große Wahlziel war aber der Vierer vorne. Wie geht es Ihnen persönlich? Ja, das schmerzt natürlich, dass die ersten Hochrechnungen so sind. Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass am Wahlabend ein klarer Vierer vorne stehen wird. Ich glaube, dass wir das, was wir zu tun hatten, nämlich den Titel zu verteidigen, erreichen werden, dass Peter Kaiser ganz klar wieder Erster ist und auch in Zukunft für die nächsten 5 Jahre Landeshauptmann von Kärnten sein wird. Hier eventuell etwas mehr verloren als gedacht. Auf der anderen Seite, auch bei der FPÖ hat man gedacht, da würde mehr zugelegt werden. Wie geht es Ihnen mit diesem Wahlergebnis? Also mir geht es mit dem Wahlergebnis sehr gut. Zuerst darf ich mich einmal bei den Wählerinnen und Wählern bedanken und auch bei unseren Funktionären und vielen Mitarbeitern, die so fleißig im Einsatz waren und bei den Bürgern draußen waren. Wir sind mit Abstand zweitstärkste Partei. Wir haben leichte Zugewinne. Uns wurden vor einem Jahr ungefähr 15% prognostiziert und heute liegen wir bei aktuell, ich glaube, 24%. Das ist eine Aufholjagd, die wir gewonnen haben. Also zufrieden sind Sie? Wir sind zufrieden, ja. Dann darf ich gleich fragen, die ÖVP hat um einiges mehr zugelegt, als man dachte. Hat Martin Gruber also in diesem Wahlkampf alles richtig gemacht? Ja, ich darf mich auch bei unseren Wählerinnen und Wählern ganz herzlich bedanken. Das Ergebnis stimmt mich vor allem demütig, wenn man bedenkt, dass wir bei allen Umfragen 6 Wochen lang immer ein Totalabsturz uns prognostiziert wurde. Man hat gesagt, die ÖVP wird einstellig sein. Und es bestätigt einmal mehr, dass wir mit Martin Gruber auf den richtigen Spitzenkandidaten gesetzt haben. Seine Politik, seine klare Kante, seine Haltung bei strittigen Themen, sie ist vom Wähler honoriert worden. Dann darf ich mich auch an das Team Kärnten wenden. Verdoppelung, das war das große Ziel. Sind Sie zufrieden? Hätten Sie sich mehr gewünscht oder sagen Sie, das ist nochmal gut ausgegangen? Na, also ganz zu Beginn möchte ich mich auch bei den Wählerinnen und Wählern bedanken, die uns ihre Stimme und ihr Vertrauen geschenkt haben. Und bei unserem tollen Team mit unserem Spitzenkandidaten Gerhard Köfer, wir haben wirklich einen sehr jungen, dynamischen Wahlkampf geführt und sind dafür belohnt worden. Unser Ziel war es, uns zu verdoppeln und das haben wir auch geschafft und deswegen sind wir sehr, sehr zufrieden. Die Grünen, wie geht es Ihnen mit diesem Wahlergebnis? Sie haben vor allem auf eines gesetzt, nämlich auf das Thema Klima. Das ist auch, wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, gerade der 3. März, da wurde aufgerufen zum weltweiten Klimastreik. Ist also in aller Munde, warum haben die Grünen mit diesem Thema nicht mehr punkten können? Zunächst einmal auch danke an alle unsere Wählerinnen und Wähler und auch danke an unser super Team, das wirklich einen tollen Wahlkampf geliefert hat. Wir warten jetzt einmal ab, was der Abend noch bringt. Sie haben gerade vorher gesagt, 50% sind ausgezählt. Wir schauen, was die Städte noch bringen und dann sehen wir wahrscheinlich irgendwann heute in der Nacht, wo das Ergebnis liegen wird. Und dann schauen wir weiter, ob der Klimaschutz in Zukunft wieder eine starke Stimme in Kärnten hat oder nicht. Nicht ganz die 5%-Marke erreicht laut den letzten Hochrechnungen. Wie geht es den Neos jetzt mit diesem Wahlergebnis? Ziel ist ja kontinuierlich zuzulegen. Allerdings die 5%, die scheinen in wirklich weiter Ferne. Ja, unser Ziel ist kontinuierlich zuzulegen und mit diesem Wahlkampf haben wir einen ganz, ganz wichtigen Meilenstein hier in Kärnten erreicht. Wir haben ein großartiges Team aufgebaut, mit Janosch Juvan einen tollen Spitzenkandidaten gehabt und wir haben in den letzten Wochen extrem viel weitergebracht. Unsere kleine Truppe, unsere Aktivistinnen und Aktivisten sind jeden Tag gelaufen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken und bei allen Wählerinnen und Wählern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben und die sich eben mehr Mut, mehr Schwung und mehr Zukunft in Kärnten wünschen. Wir werden auf
auf dem aufbauen. Wir werden mit der Aufbauarbeit in den Gemeinden weitermachen und wir sind sehr zuversichtlich, dass uns der Einzug beim nächsten Mal gelingt. Jetzt darf ich bei Ihnen auch noch mal nachfragen. Es wird vielleicht nicht ganz die 40%-Marke erfüllt werden. Die große Frage, woran hat es denn gelegen? Ist das doch auch auf die Bundespolitik vielleicht zurückzuführen? Denn es wurde ja sehr viel auch debattiert, auch öffentlich debattiert darüber, ob Pamela Rendi-Wagner die Richtige an der Spitze ist. Glauben Sie, hat das einen sehr großen Einfluss auch auf das Wahlergebnis gehabt? Naja, zuerst muss ich einmal sagen, also wir sind klar Nummer eins. Wenn ich im Kopf schnell rechne, dann haben uns wahrscheinlich 120.000 bis 130.000 Kärntnerinnen und Kärntner wieder mit einem ganz klaren Votum ausgestattet. Von der Bundesebene kann ich schon was ableiten, aber da vor allem das, was auch in Niederösterreich und in Tirol passiert ist, nämlich dass offensichtlich aufgrund der Verfehlungen im Corona-Missmanagement in den letzten Jahren doch viele Bürgerinnen und Bürger da noch sehr damit hadern und offensichtlich Landeshauptleute bis Landeshauptfrauen damit abstrafen. Das ist sicher ein Teil der Analyse dieses Ergebnisses. Ich kann aber auch sagen, wir haben in Kärnten faktisch sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Alle Zahlen, Daten, Fakten, Indikatoren zeigen das. Fürs Faktische, das wissen wir auch in der Politik, für das Vergangene wird man nicht gewählt. Wir haben auch einen sehr, sehr positiven, eine positive Wahlbewegung mit den vielen Tausenden Funktionärinnen und Funktionären hingelegt. Danke auch hier an dieser Stelle an das gesamte Team, angeführt von Peter Kaiser, an 36 Kandidaten und 36 Kandidatinnen, die wirklich durchgehalten haben, diese positive Wahlbewegung mit uns gemeinsam zu gestalten. Wir haben als einzige Partei ein wirklich starkes Programm hingelegt, auf den Tisch gelegt. Wir haben als einzige Partei in der ganzen Wahlbewegung uns um dieses Programm gekümmert, das Programm vorgestellt und haben wirklich versucht, das den Kärntnerinnen und Kärntnern näher zu bringen. Wie gesagt, so wie es ausschaut, haben sich zwischen 120.000 und 130.000 Kärntnerinnen und Kärntner dafür entschieden, dass dieses Programm in den nächsten 5 Jahren in Kärnten umgesetzt werden soll. Einen, den wir auch oft in der letzten Zeit in Kärnten gesehen haben, er ist ja auch Kärntner, ist Herbert Kickl, Bundesparteiobmann der FPÖ. Er wählt immer wieder sehr scharfe Worte. Ist das auch ein Grund dafür, dass das Ergebnis von Erwin Angerer jetzt so ausgesehen hat? Oder glauben Sie, hat das überhaupt keinen Einfluss? Herbert Kickl hat uns auf jeden Fall sehr gut getan. Ich durfte einige Veranstaltungen moderieren. Und das war so, als würde man einen Popstar ankündigen. Wir mussten teilweise wirklich Säle sperren. Im Grunde war es immer zu klein. Egal wie groß der Saal war, er war immer zu klein für Herbert Kickl. Es war so ein Ansturm auf ihn. Und ja, Autogramme und Fotos. Also es war wirklich sensationell, das mitzuerleben. Jetzt darf ich gleich bei der ÖVP auch natürlich nachfragen, bei Ihnen, Frau Löschnick, die Umfragen für die Bundespolitik, für die Bundes-ÖVP gehen immer weiter nach unten. Womit hat das zu tun? Glauben Sie, ist die Regierungsarbeit so stark in der Kritik oder woran liegt das? Ich glaube, wenn die Regierungsarbeit so stark in der Kritik wäre, dann hätte man uns auch in Kärnten mehr abgestraft. Die letzten Umfragen haben ja gezeigt, dass ein Drittel der Kärntner Bevölkerung die Bundespolitik in ihre Wahlentscheidung mit einfließen lässt. Und unser Ergebnis bestätigt, dass das die Leute die Arbeit auf Bundesebene sehr wohl jetzt auch zu honorieren wissen. Und wir sind sehr dankbar, dass sich unser Bundeskanzler, der auch heute noch nach Kärnten kommen wird, uns so tatkräftig in diesem Wahlkampf unterstützt hat. Und ich darf auch bei Ihnen nachfragen, natürlich gibt es keine Unterstützung auf Bundesebene. Man hat sich jetzt in den letzten Tagen auch immer wieder natürlich in dem Wahlkampf auch sehr präsent gezeigt. Wo wird das Team Kärnten hingehen? Wird es irgendwann ein Team Österreich geben? Jetzt ist es einmal wichtig, dass wir den Kärntnerinnen und Kärntnern diesen Vertrauensvorschuss, den sie uns jetzt gegeben haben, dass wir den jetzt beweisen können, dass wir das, was wir versprochen haben, auch einhalten werden. Also jetzt ist es einmal wichtig, dass wir das umsetzen und wir denken jetzt einmal nur nicht weiter. Jetzt ist einmal wichtig, diesen Abend einmal rüberzubringen. Es ist wichtig, dass wir mal warten, wie jetzt die Endergebnisse sind. Dann werden Gespräche geführt und dann werden wir für die Kärntnerinnen und Kärntner arbeiten. Olga Vogelauer hatte auch sehr, sehr viel Unterstützung. Es waren im Grunde alle Ministerinnen auch zugegen in Kärnten, um hier auch Unterstützung zu leisten. Dennoch, das Ergebnis hätte wahrscheinlich auch besser ausschauen können, wären die Österreicherinnen und Österreicher mit der Bundespolitik zufrieden. Oder widersprechen Sie mir jetzt? Ich widerspreche Ihnen in dem Sinne, dass ich denke, wir leben derzeit in sehr bewegten Zeiten, also gefühlt folgt eine Krise auf die nächste. Und natürlich sind da die Menschen unzufrieden mit der Politik. Und das ist auch eine Herausforderung für uns alle, die in der Politik tätig sind, das wieder abzufangen und die Gräben zuzuschütten, die es in den letzten Jahren gegeben hat und die entstanden sind.
Und ich denke aber, dass quasi jede Wahl für sich steht. Also die Menschen unterscheiden sehr wohl zwischen den Ebenen, wo gewählt wird. Und so gesehen, wir haben bei der letzten Wahl in Niederösterreich haben die Grünen dazu gewonnen, die ÖVP verloren. So gesehen kann man, glaube ich, nicht einfach sagen, das ist eine direkte Rückmeldung für die Bundespolitik. Die Wählerinnen wählen pro Ebene und pro Wahl. Beate Meil-Reisinger haben wir auch in Kärnten gesehen, auch hier tatkräftige Unterstützung. Viele Themen, die auch angesprochen wurden, die nicht nur in Kärnten besonders interessieren, sondern die Beate Meil-Reisinger auch auf Bundesebene angesprochen hat. Haben Sie das Gefühl, könnte man da vielleicht auch auf andere Themen setzen, die vielleicht dann auch zu mehr Prozenten, was die Stimmen betrifft, führen? Wir haben einige ganz, ganz wichtige Themen angesprochen, wie zum Beispiel die Teuerung und den Vollzeitbonus. Das werden wir weiterhin auf Bundesebene spielen. Es ist für die Menschen relevant, wie viel ihnen am Monatsende übrig bleibt und ob sie sich ein gutes Leben aufbauen können. Das ist extrem relevant. Auf dem werden wir aufbauen und das werden wir weiterhin auf Bundesebene bearbeiten. Es heißt ja immer so schön, man muss einmal das Wahlergebnis abwarten. Dennoch, bis jetzt schaut es fast so aus, als würde die SPÖ hier auch wieder mit der ÖVP wahrscheinlich eine gute Gespräche führen können. Man hat bis jetzt zusammengearbeitet. Denken Sie über andere Konstellationen nach oder sagen Sie, es hat bis jetzt gut geklappt, wir bleiben dabei? Ja, wir werden jetzt vor allem Folgendes tun, was Peter Kaiser 2013 gemacht hat und auch 2018. Wir werden nochmal alle zu Gesprächen einladen. Wir haben damals schon aus allen Gesprächen die guten Punkte, die guten Dinge, die guten Ideen in das Regierungsprogramm einfließen lassen. Und wir werden es auch diesmal machen. Und wir werden dann mit der Partei, wo es die größte Schnittmenge gibt, dieses Programm dann auch für Kärnten umzusetzen, eine Regierung bilden. Was am Ende des Tages herauskommt, werden die nächsten Tage zeigen. Aber ich wiederhole nochmal, was Peter Kaiser auch immer wieder betont hat. Die Zusammenarbeit mit der ÖVP war in den letzten 5 Jahren und auch darüber hinaus in den 10 Jahren mit ÖVP und Grüne davor sehr, sehr gut. Also hast du jedenfalls einmal ein gutes Vorzeichen für eine zukünftige Zusammenarbeit. Wo sind denn die Punkte, wo die FPÖ gut mit der SPÖ kann? Denken Sie jetzt ein bisschen nach. Ja. Im Sozialbereich, glaube ich, gibt es auf jeden Fall gemeinsame Schnittmengen. Da würde man sich auf jeden Fall finden. Wo sehen Sie die Vorteile in der Zusammenarbeit auch weiterhin mit der SPÖ? Die SPÖ-ÖVP-Koalition hat in den letzten 5 Jahren sehr viel Gutes bewirkt, sehr viel auf die Wege gebracht. Ich glaube, es braucht auch jetzt ein gutes, eingespieltes Team, um Kärnten weiter in eine sichere und stabile Zukunft zu führen. Und wir stehen bereit, weiter Verantwortung zu übernehmen. Ich darf Sie fragen, was möchten Sie, wenn denn diese Konstellation genauso bleibt, auch der bisherigen Landesregierung und vielleicht der zukünftigen mitgeben? Ja, die Menschen haben ja schon gezeigt, dass sie mit dem nicht ganz so zufrieden sind, weil sonst hätten sie ja das nicht jetzt so gewählt, wie es jetzt im Endeffekt das Ergebnis ist. Also das muss man auch schon berücksichtigen. Wenn das alles so gut gewesen wäre, dann wäre die Wahl ja anders ausgegangen. Für mich ist es vor allem wichtig, dass man jetzt intern auch Gespräche führt, auch mit den anderen Parteien und dass man da mal schaut, in welche Richtung man geht. Aber die Menschen wollen Veränderungen und wenn sie das zeigen, dann muss man das auch respektieren. Wo wünschen sich die Grünen, dass eine mögliche weitere Fortführung denn hingeht? Kärnten ist immer noch Schlusslicht in Österreich beim Klimaschutz. Und es wäre auch höchst an der Zeit, die Energiewende endlich einzuläuten, damit man da quasi Kärnten auf zukunftsfähige Beine stellen kann. Die Neos kommen vielleicht nicht in den Landtag. Was möchten Sie gerne dem Landeshauptmann bzw. eventuell dem wieder neuen Landeshauptmann und alten Stellvertreter mitgeben? Das, was wir im Wahlkampf auch immer gesagt haben, wir wünschen uns mehr Mut und mehr Tempo. Es geht darum, Kärnten endlich aus diesem Schlummerschlaf rauszuholen und in die Zukunft zu führen. Ich darf Sie noch um ein paar kurze Worte bitten, nämlich wie verbringen Sie den heutigen Wahlabend noch? Ich werde sicher am heutigen Wahlabend noch einige Interviews zu führen haben und dann mit unseren Freundinnen und Freunden, mit den Funktionärinnen und Funktionären 1, 2, 3 gute Bierchen in unserer SPÖ-Landesparteizentrale trinken. Und Sie greifen auch zum Bier oder vielleicht lieber zum Wein? Lieber zum Glas Wein. Und darf ich bei Ihnen fragen, Sie werden es wahrscheinlich krachen lassen, nachdem das Ergebnis um einiges besser war als gedacht? Normalerweise trinke ich in der Fastenzeit ja keinen Alkohol, aber heute pfeife ich drauf. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie werden wahrscheinlich auch Grund zu feiern sehen.
Ja, definitiv. Also mein erstes Ziel am heutigen Abend ist jetzt ganz bestimmt einmal, es war jetzt wirklich eine stressige Zeit, wir waren viel unterwegs, ich werde jetzt in erster Linie einmal meine Tochter anrufen, werde mit ihr ein bisschen quatschen, weil sie hat mitgefiebert und ich möchte das gerne mit ihr teilen und dann werde ich sicherlich ein, zwei Glas heute noch trinken. Vielen, darf ich auch nachfragen, wie werden Sie den heutigen Wahlabend verbringen? Wir werden das mit unserem Team, das den Wahlkampf wirklich super geführt hat, gemeinsam heute noch einmal den Wahlkampf ausklingen lassen. Ihnen wird analysiert heute schon oder geht es jetzt einmal ans Feiern? Jetzt geht es ans Feiern. Es gibt einen angekühlten pinken Prosecco. Wir werden anstoßen mit dem Team, uns bedanken für die tolle Arbeit und analysieren werden wir erst in den kommenden Tagen. Dann darf ich mich vielmals bei Ihnen bedanken und damit geben wir schon zurück ins Studio nach Wien.